Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Halt Online Farm. So, wir haben jetzt hier den Drescher abgetankt vom Feld 17. Jetzt werden wir mit ein bisschen Schwung rübergehen zu Feld 18. Wir werden dann den Drescher rüberschubsen. So, mal gucken, wie wir am dümmsten jetzt hier. So, ja, ganz kurz mal so brauchen. Stab. So, zack und. Kursaufzeichnung. Quatsch, wir haben hier mal Feld 18. 18. Startposition. Wir machen 1, 2, 3. Wir machen 4 Vorgewände. Und zwar scharf. Und haben wir haben 5 Wände mit Bäumen drin. So, und gucken wir mal, wie das aussieht. Passt nur gerade überhaupt unter der Startpunkt. Da fahren wir jetzt hier so ein bisschen hin und berechnen wir mal Feld 18 und berechnen nochmal neu. Das sieht doch schon gesünder aus. So, Start am Quatsch am ersten Wegpunkt aktivieren. Abbruch einstellen. So, Ablage ist auch an, passt. So, dich werden wir gleich mal runterschubsen. Hilft ja alles nichts. Was muss, das muss. Und jetzt werden wir die Ballenpresse wieder schwingen. So, stellen wir den mal hier so hin, dürfte ja keine Probleme machen erstmal. Und das klappt mit der Fahrzeugauswahl vom Allerfeinsten. So, X schon mal ausklappen. B und V. Let's go. Und jetzt brauchen wir da Ballen. Das machen wir manuell, geht am besten. Können wir mal gucken, wie sich das so. Ja. Ah. So, ist kurz abgelenkt. Fehler vom Amt. Oh, wieder was vergessen hier. Plätenhaken. Ich habe immer nicht hingeguckt, das ist ein Plätenhaken drin. Das geht ja überhaupt nicht. So. Futzler liegen lassen, das nehmen wir dann mit. Wenn wir sowieso noch ein bisschen Restebeseitigung machen, weil wir uns eine größere Querbahn drin haben. Aber das kriegen wir alles hin. Weil es ja auch über 35%, das geht ja razzifazzi bei dem. So. Das ist noch gar nicht so einfach. Der hat so einen relativ guten Anzug teilweise. Da bin ich aber schon Stücke weggefahren, bevor ich die Pressewappe Position gebracht habe. Aber den Hodemann, der würde ja die. Der würde auf die Hinterräder stehen und die Presse kommt keinen Meter vorwärts.
Wenn ich 10 Tonnen Gewicht da vorne dran hänge, wird trotzdem sich nicht ändern. So müssen wir es, wo wir dann hier ein bisschen Beseitigung betreiben müssen. So, jetzt haben wir es. Das war gar nicht so einfach in den Bäumen. Also eine Birke bringt halt keine Kohle, das ist schon lange umgeschmissen, das Ding. Und dann bringt man halt keine Fänge. So leid es mir tut. So. Letzte Runde Vorgewende. Dann geht es jetzt an die Ballenbahn hier. So, jetzt nehmen wir das bisschen Zeugs noch mit. Da kann man ja an der Hecke vorbei. Schauen wir jetzt ohne, sehe ich jetzt schon. So, rum hier. Und da ist der nächste Einsatz. So, sind wir da auf Spur oder auf Kurs? Jetzt sind wir neben die Leute. Der Name ist Obias Volte. Und 90%, ich werde gleich mal umtappen müssen, weil der Trascher voll ist. Mir da irgendwie so lustig Bogenpirouetten gedreht, warum auch immer. Das weiß nur der Trascher allein. Nur dort irgendwie verrückte Sachen gemacht hat. So, aber jetzt ist es erstmal 2. bis 5. Ich muss hier hin. So, müssen wir mal gucken, wo steht der Trascher? Da steht. Ah, hinter mir. Aber erst mal hier den Stuhl zum Drehen kriegen. Haben wir dann perfekt geschafft fast. In der 2. Runde stehen geblieben. Okay, passt. Wirklich zu kämpfen hier mit 24.000 Litern. Frage ist, der vorne schon voll oder ist da passt immer was rein? Da scheint noch rein zu passen. Jetzt ist voll. So, kann man den hier stehen lassen? Jetzt tappen wir zurück.
Die Presse ist ohne Rand, das ist ja schön. So, den Spaß haben wir jetzt hier erstmal so weit weg. So, jetzt mal hier drin das Gewurzel weg. Jetzt müssen wir hier vorne raus, dann nehmen wir das denn mit hier vorne raus fahren. Das war ein bisschen verkehrt der Welt, wenn ich jetzt jede Bahn mit der Bahn nicht so charmieren. Mit dem. Ja. Bergabwärts geht's da. So, jetzt war die Bahn ja auch länger. Ich würde auch sagen, 58 ist der Case. Und ich habe doch gerade gedacht, wir können schon fast 6% haben. Aber wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil, habe ich mir sagen lassen. Habe ich mir so gehört, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, also mal kurz den Finger abheben. Ich hatte noch irgendwo so ein paar kleine Gemutzigen. Nein, da war eins. Alles mit Kindern, mir wird nichts übrig gelassen, jedes Gramm. Stroh wird gebraucht. Ich sehe auch gerade nichts, aber es macht nichts. Und hinten hast du noch was, jawohl. So, jetzt geht's hier. So, wieder die Bahn weg. So, nächste Runde. Let's go. Wir haben eine Kurve. Jetzt rum hier mit dem Stuhl. So. So. Und ein Screenshot haben wir gebaut, das ist gut so. So, hier wird auch noch irgendwo erfleckelt, genau, da haben wir es. So, schalten wir mal kurz aus und Z, schmeißen wir das Zeug raus. Einklappen brauche ich, ja, brauche ich die Presse nicht groß. So, bleibt hier stehen. Nee. Ah, ist auch noch. So, und 8 Stück noch. Autosave, das ist ja prickelt, hoch 5. Na komm, fahren wir los. Wir müssen Ballen sammeln. 8 Stück kriegen wir noch drauf. Die ersten 5 haben wir hier. So.
So, die letzten drei, dann müssen wir hier schon wieder. Zum Hof düsen. Und das machen wir jetzt in Windeseile. Denn ihr wisst ja, wir haben keine Zeit. Da ist noch nicht Power. Das kriegt man ein bisschen was weg. Also ist ja zum Glück der Hof ohne entfernt. Das hier ist Feld 17. Da ist schon mal Feld 12. Einfach zu Feld 12. Okay, da ist unser Hof, wir sehen schon. Da ist ein Schild und hinter dem Schild müssen wir gleich schwimmen. So, und damit haben wir schon die Einfahrthof geschafft. Und die erste Ladung Ballen schon so gut wie. Haben wir die erste Ladung Ballen eingelagert. Das ist der Kuhstall. Und so schön gut gewachsen, Feld 2. Aber haben wir es mal hier zu bestellen. Das können wir dann machen, wenn es soweit ist hier. So. So. Wo hat man den Strom? Hier haben wir Stroh. Da ist doch schon Stroh. B, B. Hier und ein Stück raus. Und das sind die ersten 18 Ballen eingelagert. Drei Stapel, A6 Stück, das passt. So, und jetzt geht's in Windeseile wieder hinunter. Wir folgen unauffällig unserer Reifenspur. Wenn ich vor das Null Dämpfing fahre, das kommt überhaupt nicht, das ist nicht ganz egal, was dran ist, 10 km/h. Das Korb steht ja in Elsch. Ups, leicht auf Abwägen. Also können wir es ja schon wieder wechseln. Da ist der Drescher schon wieder voll. Ja, die Weizenernte ist ganz schön ergiebig. Warum gibt es ja für Weizen und Gerste immer so wenig? Weil man da ganz schön rausholt aus dem Zeug. So, ich kürze mal hier Stücke ab. Keiner gesehen, dass ich ein bisschen geschnitten habe. Mal bestimmt im Zeitdruck. Ich habe jetzt noch 9% Luft, dann ist das Rascher voll. Bis dahin wollte ich eigentlich hier wieder vorne sein. Über 5%, aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich da. Fast geschafft. Ah, doch nicht. Dachte, ich schaff's eher, aber war nicht der Fall. Wo steht er? Da steht dort unten. So. Fahren wir schon mal hin. Danke.
Kommt per Kunde, haben wir ein bisschen Gefälle. Zwischen 3.000 haben wir schon. Boah, es war ganz schön zu kämpfen mit der Last. Haben wir gemerkt, wie die Last mich schon mehr oder geschoben hat. Hier haben wir ganz schön Signale. Das ist aber ganz schöne Zikade in der Last. Mein alter Schwede. Hat das nie gedacht. So, aber wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Ja so.